Verbrecherjagd endet im Kindergarten. In einem Bodycam-Video jagt ein US-Polizist einen Mann, der per Haftbefehl wegen schwerer Körperverletzung gesucht wird. Zuvor soll er sich einer Verkehrskontrolle entzogen haben. Der Verdächtige wird auf einem Parkplatz eingekesselt, rennt in der Not in eine Kindertagesstätte. Ein Beamter reißt die Tür auf. Der Taser verfehlt den Mann. Der rennt durch den Flur in einen Raum der Krabbelgruppe, wird schließlich vom Taser getroffen. Er springt dabei über ein Kind direkt in einen Laufstall. Dort landet er auf dem Bauch zwischen Kindern und Spielzeug. Der Mann kann von den eintreffenden Beamten widerstandslos festgenommen werden. Erzieher holen besorgt die weinenden Kinder aus dem Spielbereich. Als alle Kinder aus dem Raum sind, wird der Mann in Handschellen aus der Kita geführt. Abgesehen von einem riesigen Schreck ist den Kindern und Erziehern glücklicherweise nichts passiert. Nach Angaben lokaler Medien handelt es sich bei dem festgenommen Verdächtigen um den 39-jährigen Lamar Mitchell. Er muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung, schwerem Einbruch, schwerer Bedrohung und einem Verkehrsdelikt verantworten.